Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Jeden Abend 20 Uhr. 10.000 Mal Tagesschau. Erster Beitrag im Freitagsmagazin aus Hamburg. Dann wir fangen nochmal an, ja? Der Bundesgerichtshof hat den als Autoschreck von München bekannt gewordenen Michael Hartmann freigesprochen und die gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe aufgehoben. Hartmann ist seit 1988 immer wieder über falsch geparkte Autos auf vielbefahrenen Straßen spazieren gegangen, um Autofahrer zu defensiverem Fahren zu zwingen. Dies ist nach Ansicht der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, und dann allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung, meine Damen und Herren. Tour 10 ist wie mit einem Kanonenschlag eine Naturkatastrophe über den Wintersportort, weil die sehr eingebrochen worden, wie man ihn seit 1917 nicht gekannt hatte. Zu dem Zeitpunkt, als das letzte Mal eine Lawine überhaupt den Ort erreichte. Sie kam mit Windeseile in den Wintersport. Ach, verdammte Scheiße. Heute Morgen um 8.10 Uhr ist wie mit einem Kanonenschlag über den Wintersport-Kurort Waldisère eine Naturkatastrophe hereingebrochen, wie man sie hier seit 1917 nicht gekannt hatte. Eine Lawine stürzte auf den... Heute Morgen um 8.10 Uhr ist mit einem Kanonenschlag Heute Morgen um 8.10 Uhr ist wie mit einem Kanonenschlag eine Naturkatastrophe überwacht. Ach, ich kann das nicht. Mach das Rotlicht aus. Dennoch war hier die... Ich muss das leider nochmal ansetzen. Entschuldigen Sie, Kollegin Hamburg. Mach das Rotlicht aus. Dennoch war hier die Rede, das Handelsvolumen... Oh, la la. Bin heute nicht in Form. Habe ich die Hamburger im Knopf am Ohr? Nee, da rauscht es nur. Bin heute nicht in Form. Meine Damen und Herren. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Scharping liegt mit Kopfverletzungen in einem Koblenzer Krankenhaus. Er ist mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen. Gegen seine Gewohnheit hatte der begeisterte Rennradfahrer keinen Helm auf. Wo ist Karl Murks mit dem Big Ben? Mahlzeit. Ich bin mir etwas unklar, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich werde jetzt mit unserer Meldung 7 weiterlesen. Das ist für unsere Regie. Wir brauchen jetzt Schmidt und Kohl. Schmidt oder und Kohl. Welche bitte jetzt? Schmidt oder und Kohl. Du kommst mir doch jetzt nicht mit Rosenthal. Mach das Rotlicht aus. Mahlzeit. Ich heiße Georg Röschert und bin Redakteur in der Tagesschau. Du kommst mir doch jetzt nicht mit Rosenthal. Mahlzeit. Bin heute nicht in Form. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Die Lottozahlen: 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Entschuldigung. Verzeihung. Das war... Dies ist wohl einmalig auf der Welt. Nach diesem System bin ich in der Lage, durch einen 2 cm Hals ein Schiffsmodell in einer Länge von 1 Meter durch den Hals zu zaubern. Du kommst mir doch jetzt nicht mit Rosenthal! Ja, aber wie ich sehe, der Satellit steht wohl noch nicht. Und nein, er kommt auch nicht. Also müssen wir erstmal weitermachen im Programm. Udo Lindenberg in Ost-Berlin.
dass er dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker unterstellt, er höre auf dem Klo heimlich Westmusik und andere ähnlich respektlose Bemerkungen über den zweiten deutschen Staat. All das hatte der Rocksänger Udo Lindenberg, bei der DDR-Führung in Ungnade fallen lassen. Sein Sonderzug nach Pankow entwickelte sich zum DDR-Hit im Untergrund, durfte öffentlich lange nicht gespielt werden. Sein Angebot, Hey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich nur lasst, blieb lange ungehört. Nun hat Erich sich das wohl anders überlegt. Ich habe ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürfe ich dann ganz locker mit Erich Honecker. Nichts ist draus geworden. Nicht einmal den Sonderzug nach Pankow hat Udo Lindenberg heute Abend gesungen. Ah, verdammte Scheiße. In Bonn befasst sich heute der Parlamentarische Kontrollkommission, Ich fange den Satz am besten nochmal ganz von vorne an. Ach, ich kann das nicht. Ich habe ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit Erich Honecker. Oh la la. Ein bisschen sauer. Mit diesem Gespräch mit dem Premierminister Wilson geht der europäische Teil meiner Reise meine zu Damen Ende. Und Herren. Bitte, Mr. Präsident, wir fangen nochmal an, ja? Ich fange den Satz am besten nochmal ganz von vorne an. In lockerer Reihenfolge werden sich Ihnen heute mehrere Redakteure vorstellen. Sie alle folgen dem sozusagen inneren Ruf, sich und ihre Arbeit mediengerecht vorzustellen. Vielleicht sollten wir jetzt schon mit einem breit verbreiteten Irrtum aufräumen, dem auch Sie verfallen sein können. Der Irrtum, dass es nur darauf ankomme, wer eine Nachricht und vor allem, wie er sie verkauft. Auch ist nicht wichtig, ob er oder sie, der Moderator oder die Moderatorin, gut aussehen, einen mehr oder weniger akzeptablen Sprachfehler haben oder gar jung oder alt sind. Wichtig ist auch nicht, ob die Chefredaktion ihn oder sie gut findet. Nein, das ist es nicht. Es kommt hier nur auf zwei allerdings entscheidende Dinge an. Erstens, dass es stimmt, was er Ihnen vorträgt. Und zweitens, dass Sie ihm, dem Moderator, abnehmen, was er Ihnen verkauft. Die Nachrichten dieses Sonntags ist gar nicht gut. Oh, Mahlzeit.